Ja, hallo und grüß Gott zu einer neuen Folge von, wo sind wir hier, bei Netzwerk, ja. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite, natürlich wie jeden Monat mit mir, dem Tobi, und stell dich doch kurz vor. Ich bin der Thomas. Was sind deine Hobbys? Ich spiele ganz gern und rade mit meiner Tante um den Block. Das ist auch gut. Hast du mir vor der Show hier noch erzählt, aber... Das stimmt gar nicht. Und vor allem, warum erzählst du das? Ja, weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall hier natürlich mal wieder um Download-Spiele. Und das ganz ist genau. Das Erste hier. Was ist das? Das ist das Erste, dass, wenn du den ersten Teil gespielt hast, erkennt man es eigentlich gleich wieder, weil es gibt keine so großen Unterschiede. Das ist Bionic Commando Rearmed 2. Und das Ganze gibt es für Xbox 360 und die PlayStation für 1200 Microsoft-Punkte bzw. 15 Euro. Das ist ordentlich, aber ist eigentlich auch ein ordentliches Spiel. Ja, man spielt halt wieder diesen Typen da, den Nathan Red Spencer. Diesen Typen da? Ja, der läuft da. Wer kennt ihn nicht? Ja. Ja, doch, es ist ein Spiel mit viel Tradition. Es ist auf jeden Fall schon alt, die Serie. Okay, und der Typ, der hat halt so einen bionischen Arm und der kann so ein Seil mit Greifhaken rausschießen und dadurch kann er sich halt, wie man hier sieht, fortbewegen. Da sieht man es jetzt gerade nicht, weil er mit dem Aufzug fährt, aber okay. Er kann sich auf jeden Fall so fortbewegen und das Ganze ist ganz witzig, vor allem wenn man irgendwie schnell läuft und im Sprung dann seinen Greifarm da ausfährt, ja, weil es halt irgendwie cool ist. Aber die Steuerung ist nicht ganz so optimal, weil manchmal geht das Ding dann ins Leere und man selbst fliegt dann auch ins Leere und dann ist es halt vorbei und man muss ein ganz schönes Stück nochmal wiederholen. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist halt wie im ersten Teil, man hat viele Gegner, die man halt umnieten muss. Das ist halt ein typischer Action-Side-Scroller. Sieht ganz cooler Optik. Ja, eben. Also dieses Schiff, das da eben runtergekommen ist, das sah echt ganz sieht ordentlich aus, sind ein paar geile geskriptete Sachen drin. Ein paar mehr oder minder spannende Rätsel, ein paar Überraschungen, die irgendwie dazu verleiten sollen, dass man das Ganze dann nochmal durchspielt. Ob man das tut, keine Ahnung. Aber ja, es ist an sich eigentlich, wem der erste Teil gefallen hat, würde ich sagen, der wird auch mit dem zweiten Teil wieder seinen Spaß haben. Wie viel war das jetzt? Wie viel also kostet das Ding? 15 Euro. Ach so. Oder bist du Xbox-User? Hin und wieder, ja. Dann kostet es 1200 Microsoft-Punkte. 1200 Microsoft-Punkte ist ein gutes Stichwort, denn so viel kostet auch das Spiel, was wir hier sehen. Das ist nämlich Stacking. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich das erste Mal Stacking gehört habe, dachte ich an diese Becher, die man so übereinander stapeln kann. Weißt du, dieses Speed-Stacking, wo man so... Ach, das ist das? Nee, das ist das eben nicht. Ach so. Hier geht es nämlich nicht um Becher, sondern ja, doch schon um so ein bisschen was Ähnliches. Es geht nämlich um Matryoshka-Puppen. Oder, ich bin mir nicht sicher, ich habe auch mal gehört, das heißt Matrynushka, das sind ja diese... Gesundheit. Ja, sehr gut. Den Witz hattest du dir jetzt auch lange zurechtgelegt. Das sind so russische Puppen, die verschiedene Größen haben und die man ineinander stecken kann. Mhm. Und Stacking... Was übrigens von Tim Schäfer kommt, der natürlich auch so ein paar kleine Sachen wie Monkey Island und Psychonauts und so gemacht hat, geht es eben um den kleinen Charlie, den wir hier sehen, der seine Geschwister retten muss, die von einem Bösewicht entführt wurden und muss eben in vier verschiedenen Szenarien Rätsel lösen und eben Aufgaben bewältigen. Zum Beispiel wie hier in einem Bahnhof. Das ist ganz nett, weil du kannst in größere Figuren reinschlüpfen und deren Fähigkeiten quasi übernehmen. Sehr cool. Und somit gibt es immer für jede Situation verschiedene Lösungswege. Und was kann der? Also das ist jetzt so ein Bahnhofsführer irgendwie? Das ist so ein Heizer irgendwie, der kann irgendwie schnell um die Ecke laufen. Wie so eine Lokomotive, passt. Ja, richtig, genau. Passend zum Namen. Dann habe ich vorhin am Anfang noch gesehen, da ist man so eine Dame reingeschlüpft und dann hat man den sozusagen verführt und von der Tür weggelockt. Ja, das ist ganz super. Nett. Das gefällt mir auf jeden Fall. Auch der Stil ist sehr, sehr cool. Du siehst das hier in den Zwischensequenzen, alles auf dieses Puppenspiel getrimmt und es ist echt eine innovative Idee. 1200 Microsoft Points ist für, wenn man durchrennt, sind es 3 Stunden Spielzeit, vielleicht ein bisschen viel. Allerdings die Idee ist es wert. Ich würde sagen, das lohnt sich, ja. Sieht sehr, sehr cool aus. Genau wie das hier, wobei das sieht nicht ganz so richtig cool aus, aber es ist cool. Vor allem, wie man sich auf den ersten Blick auch vorstellen kann, denke ich mal, im Mehrspielermodus. Ja, und ganz ehrlich, also jedem wird ja hier natürlich eine Assoziation bewusst. Was könnte das sein? Also
oder wie ähnlich spielt es sich wie ein berühmtes Rennspiel auch? Micro Machines? Micro Machines. Oder was mir noch eingefallen ist, dieses Mashed, was es damals gab. Mhm. Das fand ich auch extrem cool und ich muss sagen, jetzt alleine, wo ich es schon sehe, habe ich irgendwie Bock drauf. Also ich liebe diese Spiele. Ja, es ist super. Es hat vor allem auch, also sagen wir erstmal, wie das heißt, es ist TNT Racers. Aha, okay. Kostet im Gegensatz zu den anderen Spielen, die wir bis jetzt hatten, 800 Microsoft Points, also 10 Euro. Ja. Sowohl ja. auf 360 als auch auf PS3 erhältlich. Und ja, es hat so ein bisschen das Spielprinzip, einfaches Spielprinzip von Micro Machines. Das heißt, man fährt einfach relativ einfache Rundkurse und das gegen die anderen. Das ist jetzt gerade so ein Spielmodus. Man hat aber extra Waffen, wie man sieht. Man hat extra Waffen, die sammelt man ein. Das sind diese Fragezeichen, so ein bisschen Mario Kart mäßig. Mhm. Die verschießt man dann auch. Und das ist gerade so ein Spielmodus. Wenn du aus dem Bildschirm bist, bist du raus und der Letzte, der übrig geblieben ist, hat halt dann den Abschnitt gewonnen. Und das geht dann eben, bis jemand links da bei dieser Anzeige oben angekommen ist. Fantastisch. Also, sieht total sympathisch aus, muss ich sagen. Auch knuffig. Wenn man das natürlich hier knuffig, super. Ja, super. Kann man, ist gleich. kann man auf jeden Fall machen, denke ich, weil ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sich denken, habe ich schon tausendmal gesehen und so. Aber wenn du wirklich mit 4 Leuten auf der Couch sitzt zu Hause und sowas spielst, ja, ist der Hammer. Gut. Allein ist es nicht ganz so spannend, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Strecken halt sich nicht allzu sehr voneinander unterscheiden und die jetzt auch nicht ganz so cool sind, aber ich würde schon sagen, wer Multiplayer spielen will, für den lohnt sich das auf jeden Fall. Und deswegen, das sollten wir jetzt vielleicht auch machen, weil dann trete ich die nämlich ordentlich in den Hintern. Das werden wir sehen, mein lieber Herr Feltin. Ja, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.